Au. Au. Es ist tatsächlich Tageslicht. Es ist tatsächlich Tageslicht. Und wir sterben im Wasser. Ich muss mich an den Anker hochklettern. Ist das die Freiheit, die lang ersehnte? Und kommen wir da nur wieder rein ins Boot? Führt uns das Abenteuer jetzt hin? Hier hinauf. Irgendwelche Gestalten im Hintergrund, in der Ferne, die sich dann halt bewegen, die von einem Boot aufs andere gehen, was auch immer das ist, wo wir hier gerade sind, scheint eine Art Boot zu sein, ein großer, oder eine große verschwimmende Festung, vielleicht ist eine Art schwimmender, eine schwimmende Insel. Eine Möwe fliegt davon. Wir gehen wieder hinein. Das erfreut mich gar nicht. Ich wollte doch hinaus. Dickleibige Menschen. Hier reingestapft kommen. Auf die Insel. Auf die fahrende Insel. Und wo sind wir jetzt? Wir sind wieder drin. Im Dunkeln. Im Kalt, im Nass. Es geht weiter. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück ins Innere. Ja, das erfreut mich doch sehr. Das ist in Horrorspielen immer wieder schön. Zurück ins Innere zu gehen. Obwohl man schon die Freiheit riechen konnte. Wir haben die Freiheit schon gerochen. Wir waren schon drin. Draußen, wir waren schon an der frischen Luft. Wir haben schon Tageslicht gesehen. Und wir waren fast frei. Du läufst in die falsche Richtung, Six. Du läufst in die falsche Richtung. Oh. Wer ist da? Eine Frau oben. Hier dürfen wir nicht runterfallen. Zu den dicken Menschen runter. Ja, nicht mehr ganz auslassen. Über den Parcours drüber. Nein! Da sind wir tot. Wir haben von den dicken Menschen Platz getrampelt. Hier wachen wir wieder auf. Und hops und greifen und hoch. Und hops und greifen und hoch. Und hops und hops. Und hops. Und hoch. Und drüben sind wir. Durch den Spalt zwängen. Und hier geht's weiter. Hoffentlich müssen wir hier nicht gleich wieder sprinten. Wir müssen uns wahrscheinlich vor den Menschen verstecken. Okay, der lässt mich durch. Die fräßige Menschen hier. Ach, du hast doch hier noch auf deinem Tisch hier. Da streckst du dich noch nach dem kleinen, nach dem dürren Ding hier. Es ist doch kaum was. Da ist doch nichts an Fleisch dran. Was für ein Gefräßiger. Da gibt's doch nichts. Ihr Schnauzeverzack. So lecker sieht das auch nicht aus. Das ist doch nur Haut und Knochen, die er ist. Haut und Knorpel. Der hat doch nichts zu essen gekriegt hier unten. Der hat so gehungert, der hat schon Rattenfleisch gefuttert. Ist nichts dran. Nichts dran hier. Ist nicht lecker, die Six. Oha, jetzt müssen wir springen. Ja,
Okay. Der hängt da mit seinem Kopf sogar noch an der Tür fest. Eine Türschwelle. Und jetzt sprinte. Im Gegensatz zu ihm kannst du noch sprinten. Zwei macht Dick über Witze über Dicker. Ich hab's nötig. Naja, gut. So ein Fettsack wie die bin ich ohne mich. Und so ein Vielfraß vor allem nicht. Irgendwie hochspringen. Ich bin ja fett, weil ich mich nicht bewege. Ich komme nicht raus aus der Butze. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Hater würden jetzt sagen. Ja. Der kommt da hoch. Das Fenster ist jetzt ein bisschen weit hoch. Ich muss jetzt den hier über den Teller laufen oder was? Tellerberg. Und hier hoch. Na hops. Na hops. So wird ganz dicht strecken. Na komm, nein, nein, nicht runterklettern. Springe ich auch noch in die Griffe. Okay, da bin ich irgendwie runtergekommen. Nein, nein. Nein, 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 nein. Hier hochklettern. Hoch, hoch, hoch. Da kommst du nicht mehr ran. Da müssen wir auch dran springen. So, und hops. Und jetzt hier ein bisschen hangeln. Kommst du eh nicht ran. Jetzt pass auf, dass du nicht vom Mocker fällst. Okay, hier geht's weiter. Immer lang sprinten. Schnell vorbei hier. Oh, hinterm Sturm müssen wir durch. So, hier sind wir, glaube ich, erstmal in Sicherheit. Einer der Nomer. Geknuddelt. Mach Licht an. Knuddel ich den oder was mache ich mit dem? Ich nehme ihn mir mit. Aber wohin? Geht's jetzt lang? Ich glaube, ich kann dich nur hier zurücklassen. Tut mir leid, Norm. Ich muss hier durch irgendwie hoch. So hoch, hier hab. Jetzt müssen wir hier drauf. Können wir nicht. Wie kommen wir hier hoch? Du hüpfst auch. Gibst uns ein Zeichen zum Hüpfen. Oder machst du uns nach? Hm. Vielleicht hier die Latten entfernen. Das könnte möglich sein. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Oder ist das nur ein weiterer Secret Raum? Secret Room. Ja, sieht nicht so aus, als kämen wir hier irgendwie sonderlich weiter. Müssen wir wohl hier irgendwie Stuhl verschieben. Das
auch nicht, wir müssen über die Theke laufen. Das könnte Platz sein. Okay, hier komme ich nicht hoch. Wir kommen mit dem Stuhl auf die Theke drauf. Aber ob ich das so will? Jetzt muss ich hier irgendwie lang, ohne von denen gegriffen zu werden. Ach ja. Gut, so viel dazu. Schmeckt nicht. Die Kleine ist nur Haut und Knochen. Nichts dran. Gibt's nichts zu vernaschen. Ich frage mich, wo ich dahin will, aber gut. Müssen wir hier auf die auf den Topf drauf. Na ja gut, wurden wir von denen gefressen. Auf den Suppentopf können wir da drauf steigen. Ich glaube, wir müssen hier rüber und dann dort. Können wir hier schon hoch? Können wir wahrscheinlich nicht. Nee, können wir nicht. Wir müssen da am Gitter dann hoch. Vermute ich mal. Dort auf die Kiste drauf und dann da. Und da so rüber, da an denen vorbei, dann auf die Kiste und dann. Dann einen Weitsprung machen und dann da hoch. Das vermute ich glatt. So können wir auch nicht lang. Ja, wir müssen uns an denen vorbei auch stehen. Dann auf dem Tisch. So sieht's aus. In die Wurst können wir uns hängen. Das ist gut. Bringt uns das was? Und das ist das hier nun das nettes kleines Gimmick. Das bringt uns, glaube ich, herrlich wenig. Das wird jetzt hier mal ein kleiner Kurzstreckensprint. Und die Suppe können wir durch nichts erreichen. Wir müssen da spektakulös an denen vorbei. Nein. Nein. Hier dran vorbei. Nein. Nein, verdammt. Der hat mich, da muss noch einen schrägen an denen vorbei machen. So. Beachte, was die dort in sich reinschaufeln. Ich meine, wir haben es ja gesehen. Wir wissen, was die da reinschaufeln. Die Wurstfabrik haben wir gesehen in vor ein, zwei Streams. Da sind wir durchgelaufen. Die Wurst haben wir selbst produziert. Durch einen Fleischwolf gejagt. Das ist ja gut. Was der Bauer nicht weiß. Oh, da werde ich gebracht. Ich muss hier eine scharfe Kurve, eine Welle. In Form einer Welle muss ich da rumkommen. Jo. Vielleicht schaffen wir es dann im nächsten. Das scheint jetzt hier schon das vorletzte Kapitel zu sein. Oder vielleicht sogar schon das letzte. Vielleicht schaffen wir es dann im nächsten. Über ihm schon. Hier müssen wir hoch. Hier müssen wir hoch. Da greift der uns. Wie weit kann der denn greifen? Ja. Vielleicht können es doch schon im nächsten Stream. Der nächste Stream noch. Dann war es das hier zumindest mit der Hauptgeschichte, mit Sixes Geschichte. Dann habe ich ja noch die DLCs, wenn ich richtig gucke. Ich hoffe, die habe ich noch mit dabei. Ich gehe davon aus. Können wir nochmal die Abenteuer
von einer anderen Perspektive aus sehen. Hupa. Wie mal reagieren. Ja, verdammt. Der Typ sitzt da auch noch.